Der Ukraine-Konflikt schürt die Angst vor einem Krieg in Europa. Trotz verschärfter Krisendiplomatie zeigt sich keine Entspannung im Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Ländern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft dem Westen vor, Panik in dem Land zu schüren. Mehrere Länder, darunter die USA, zogen aus Furcht vor einer russischen Invasion ihr Botschaftspersonal ab. Das ist genau das, was zur Panik beiträgt. Sie wissen vielleicht mehr als wir und aus diesem Grund versuchen sie etwas zu unternehmen. Ich denke Folgendes. Wir wollen keinen Krieg, niemand will Krieg, niemand braucht Krieg. Haben wir Angst? Wahrscheinlich ja. Ich fühle mich ängstlich. Das bedeutet nicht, dass wir in Panik geraten sollten. In jeder Situation, selbst in der kritischsten, muss man kaltblütig sein, denn Panik ist schädlich. Deutschland rief indes seine Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Die deutsche Botschaft in Kiew bleibe zwar offen, das Personal werde jedoch reduziert, teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Kairo mit.